Ja, und wieder recht herzlich willkommen hier bei Total War, Warhammer mit mir, dem Ormis und natürlich unserem Imperator, doch Imperator können wir schon fast sagen. Ah, fast. Servus. Ja, genau. Ja, der auch jetzt direkt immer dran ist, denn ich kann nichts mehr machen. Gut, meine nächsten Runden sehen so aus, als dass ich gar nichts mache. Und Geld farm. Also im Endeffekt wie immer. Ich habe verzweifelt eine Ork-Armee gejagt und gefailt, ja. Muss man auch erstmal schaffen. Da gebe ich dir recht. Ja, und ich bin fertig. Jetzt bete ich dafür, dass die Orks bei mir nicht zu katastrophal wüten. Ich warte eigentlich, dass Marienburg keine Lust mehr auf mich hat. Marschiert ruhig über mein Länder drüber. Ich kann dagegen nämlich nichts machen. Ah, okay. Wow. Große Armee. Ja, meine Hauptarmee steht woanders. Deswegen, die andere Armee, die hält die Hauptstadt. Wir haben nur geplündert, ne? Ja. Ne, besetzt haben sie es. Das ist ja noch schlimmer. Guck auf Crutch. Jetzt sind meine Orks pissig. Jetzt sind meine Orks pissig. Hat auch ziemlich. Der hat da unten noch eine komplett volle Armee und von links kommt auch noch mal eine halbe. Ja gut, machen kann ich da jetzt aber nicht viel. Ich hoffe, dass mein Verbündeter... Ja, er marschiert mit einer Armee. Er hat die erste Siedlung eingenommen. Das ist sehr gut. Mein Verbündeter macht auf jeden Fall jetzt Druck von hinten. Der kleine Armee, der wird gleich von links umgerannt. Guck mal, was da ankommt. Ja, ich überlege gerade was. Das ist sorry, deswegen. Wie komme ich denn da? Kann ich tunneln? Selbst wenn das jetzt da und wieder verloren geht, was zwar schade wäre, aber was steht denn da an Garnison überhaupt drin? Ja, es reicht erstmal. Ja, über die Orks muss ich jetzt gleich nochmal herfallen. Ich hoffe, dass mein Verbündeter hat ja gerade die eine Orkstadt eingenommen. Wenn er da weiter marschiert, dann werden die auf jeden Fall den Zugzwang geraten. Mein Hauptproblem ist, dass ich, wenn ich so gucke, die einzigen Gebäude, die mir Einkommen bringen, sind Weberhäuser und generieren Einkommen von stolzen 250, also nichts. Man unterschätzt ja nicht 250, das ist schon... Also der Bucheintrag ist geschafft. Mal gucken, ob ich noch irgendwo Handelsbündnisse hinkriege. Da wird gehandelt. Die haben in dem Krieg mit beteiligt. Schade. Weil probier noch mal was anderes. Zahlung anbieten, was habe ich? 1100. Auch gelehnt, schade. Ich habe nämlich gerade versucht, die einen in meine Konföderation einzuladen. Hast du schon eine Konföderation? Jetzt ja, die anderen nehmen an. So ein schönes Leben. Bei mir ist immer überall schon komplett niedrig die Chance, dass überhaupt was. Ja gut, das liegt aber daran, dass hier der totale Irrsinn herrscht gerade. Bei dir sind es wenigstens Orks, bei uns hier schlachten sie sich ja gegenseitig ab. And what can the Dawi do for you on this fine day? Und den habe ich jetzt noch Militärbündnis. Aye, let's hear what you have to say. Mal gucken, was ich da gerade bekommen habe. Drei Siedlungen und alle drei sind am Arsch. Fuck off, was habe ich denn da gerade gefunden an... Ach, das sind ja mehr als drei Siedlungen, das sind eine ganze Ladungssiedlung, da ist auch eine Armee. Wow, ist eine Riesenarmee. Schande. Hab ich hergesagt.
Eine tolle Siedlung, aber ich kann es nicht nutzen. Es geht mir gerade auf den Sack. Jetzt geht es dir gerade so, wie es mir vorhin bei unserem Testspiel ging. Komplett überran. Also, was heißt komplett? Ja, hier sind zwei Armeen, aber einmal die Situation ist nicht optimal, sag ich mal so. Ein schönes finanzielles Minus. Ja, wird sowieso jetzt hier gleich in unten wahrscheinlich nur mein Desaster enden. Konföderation. Siegt eine Streitkraft von einem der folgenden Freien der Fraktionen. Ja, alles klar. Abgesehen davon, dass die meilenweit von mir weg sind. Weißt du, wenn ich die besiege, kriege ich halt plus 10 plus 10 Diplomat-Team mit denen, aber keine Chance. Abgesehen davon, dass ich mit denen nicht angriffspackt habe, aber egal. Bitterspitz, ach du Scheiße. Das hier unten wird in einem Desaster enden, das sehe ich jetzt schon, da habe ich nicht die Kräfte für, nur immer das Geld, ich habe Minus jetzt dadurch, dass ich Konföderation habe mit denen. Die sind wirtschaftlich leider schlechter dran, die Bande. Ja toll, ich soll dem Land helfen, gegen das vorzugehen, was meine Verbündeten sind, alles klar. Und die werden ziemlich groß rechts, also die, wo zwischen uns sind, das Stierland, wie auch immer, das heißt Störeland. Das wird ziemlich stark, das hat schon ziemlich viel, viel Land, sehe ich gerade. Entschuldigung. Ja, aber das ist so, ich sag mal so, momentan nicht meine Baustelle, weil ich habe gerade ganz andere. Ich muss mir überlegen, ob ich die Städte hier unten komplett fallen lasse, die Konföderationsstädte. Ich hätte die Konföderation nicht machen dürfen. Ich habe gedacht, das wären nur zwei, drei Städte, aber dass das hier unten so eine riesige Zwergensiedlung ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, doch, die haben noch, mit allen Nicht-Angriffspakte da rechts unten. Also. Ich bin ja gerade verzweifelt irgendwie ein bisschen. Bei mir, also man merkt schon wieder, die Menschen und Diplomatie, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, was ich mache. Ich bin da gerade ein bisschen um hadern mit der Situation. Und was treibst du gerade? Ich probiere gerade irgendwas zu handeln, aber es meine diplomatiemäßig jetzt machen, aber keine Chance. Oh ja, das war's schon wieder. Ich kann nicht echt nichts machen, außer gucken, dass ich so viel Geld wie nur. Oh, guck mal, ist das nicht so ein Vampir sogar jetzt anmarschiert zu dir? Nee, bei mir ist kein Vampir. Doch, oben links von der Hauptstadt. Da, wo die Orks marschieren, ist unten. Ah, das war die in der ausgelöschte Armee. Also die. Mein Krollbuch wird jetzt wieder richtig voll. Hm. Toll, mein Krollbuch wird ganz voll. Ist das, der da anmarschiert. Ja, ich sehe es, aber der
Hörter ist mir momentan zugegebenermaßen recht egal. Ich ja, mein Verbündeter nimmt da jetzt gerade die Orkstätte unten ein. Das ist schon mal sehr gut. Ich nehme jetzt die Orkstadt ein. Ohne jeglichen Widerstand. Bei dir, diesmal ist bei dir großes rumgeschlachtet, während bei mir Gott sei Dank nicht so gut ist. Abwechseln. Die Vampirarmee sind jetzt noch ganz uncool, dass sie jetzt noch dazu gestoßen ist. Das ist so der Juhu-Faktor, der jetzt gerade gekommen ist. Let us begin. Ja, mehr kann ich dann auch kaum noch machen. Ja wie mir. Die Beate, die sind. Komm, komm, Kin. Let us feasten. Ich hoffe, die Zwerge, die ich gerade, ich habe den Zwergen gerade befohlen, ein neues Ziel zu nehmen. Ich hoffe, das machen sie. Dann könnte ich bei mir die Situation nicht wieder komplett kippen. Aber das ist momentan die Hoffnung. Ich hier öffentliche Ordnung, Lust plus 1 hat mein KK gekriegt, fürs nichts tun. Ist doch gut so. Öffentliche Ordnung geht, dann kriege ich jetzt auch ohne mal gerade plus 7. Mein schön hart verdientes Geld gleich wieder ausgeben. Aber schon bei Helmgard, bei dem, der da drin steht, die Speerkämpfer aufgegeben, damit er ein bisschen Ding bekommt, dass ich ein bisschen mehr Einnahme. Okay. Ja, der hat ja eine gute Garnison da stehen, weißt du, das ist echt. Nee, ich weiß schon, was du meinst, passt. No. Also das ist bei den Menschen das Haupt, finde ich auch. Die kosten teilweise so viel. Krieg, wenn ich eine Armbrustschützen aufgebe, kriege ich 120 mehr Einnahmen in der nächsten Runde. Kosten ja auch, glaube ich, 120 oder 100, noch was, glaube ich. Unterhalt, 100. Ja, ja. Also der Unterhalt kostet eben dementsprechend. Die wollen ja ihr Geld verdienen. Macht Fähigkeitspunkte. I am the Slayer King. I am the Slayer King. Oh, ich liebe diesen Satz. Feind des Jäger, okay. Oh, ich kann auch Anführer der Menschen. Oder Sigma Schutz Geschossresistenz. Aber Anführer der Menschen. Ich hoffe momentan inständig, dass wir meine verbündeten Zwerge, die da unten gerade so schön wüten, da schnellstmöglich hochmarschieren, wo ich sie hin, zu meiner Stadt, wo ich sie gerade hinbefohlen habe, und dann eine Offensive starten. Oh, guck mal, da kann, wenn ich dem Anführer der Menschen gebe, kriegt er 25% größere Aura-Größe. Das ist natürlich nicht schlecht. I am Prince and Emperor. Das war schon wieder. Ja. Mal gucken, was jetzt katastrophales passiert. Ach, der Vampir geht zum Menschen wieder, weil bei den Zwergen kann er ja nichts machen. Ich dachte, bei mir die Action losgeht. Irgendwie nur bei dir. Was wow, ist das eine befestigte Stadt? Nee. Keine befestigte Stadt. Als Auto kam. Ja. Ja, gegen sowas, gegen zwei Fullstack-Armeen kann ich nicht halten. Mir geht hier unten drum, wenn ich das Gebiet verliere, dann verliere ich's. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt mein Buch auf Crunch, mein Buch ein bisschen leere. Weil das langsam zu voll wird. Ja, die da unten Nummer war ganz dumm von mir. Hast die Festung einzunehmen? Nee, das war noch gut, aber die Konföderation, die hat mir zu viele Feinde gemacht. Ja, die hat da unten eine riesige Front geöffnet, das ist.
Warte. Aye, but the axe of Dargo demands blood. Sure enough. Scheiße. Das war eine ganz große Dummheit. Scheiße. Wie kann ich das Buch auf dem Crotch? Und muss jetzt Kreuz jetzt hier bei den Armeen platt machen. Ja, danke, das ist... Attack! Moving! The axe thirsts for war. Not likely. Da hinten meine Verbündeten am oben. Eimeln. Das wird übel. Buch, wenn ich Pech habe, wird mein Buch auf Crutch aufs Maximum gefüllt, gerade. Durch diese Konföderation, die hier auf die dumme Idee... Was die für Probleme haben, entsendet ein Kampfzauberer in diese Provinz Nordlande. Das ist 15 Gebiete weiter nach oben, weißt? Das sind so Quests, die kann ich gar nicht erfüllen. Abgesehen davon, dass ich keinen Kampfzauberer habe. Wenn du schon sagst, besorgst dir. Endeffekt, ja, kann ich die Runde gar nichts machen. Ich kann nur direkt weitergehen. Mal gucken, was jetzt Katastrophales passiert. Es kann nur schlimmer werden. Bei mir scheint es gerade so auszusehen, dass die ganzen Leute um mich rum sich verbessern. Also die Stimmung. I grow restless. To battle! Not likely. Stop pushing it. Anad. I must fulfill my Slayer oath. For the wisdom of the land. Scheiße. Was du jetzt gar nicht gesagt hast, habe ich gedacht. Ich hätte hier rübergehen sollen und das Werk angreifen. Wo bleibt deine Armee? Ah, da kommt sie. Ich bete momentan so inständig, dass die Armee aus der Mitte kommt, die könnte das Buch... Chaos regt sich, okay. Das könnte das Buch meine Probleme endlich beseitigen. Die Full-Stack-Zwergen-Armee, die da rumdümpelt. Ah, die muss ja mal zu mir kommen. Das ist das Problem. Ah, ich bin direkt fertig, ich kann nur meine Wirtschaft ankurbeln, mehr kann ich nicht machen. Ah, ja, da kommt. Ja, wo ist die Armee hin? Ach, da ist die Zwergenarmee aus. Yeah, sogar mit zwei Armeen greifen sie dort an. Und das nächste Eintrag fürs Buch of Crush. Juhu! Fuck! Aber gegen die Truppen habe ich keine Chance. Ich hätte diese Annexion nicht machen dürfen. Das war... Ich habe nicht damit gerechnet, dass da unten so viele Orks noch rumdümpeln. Das nächste... Mein Buch ist gleich voll. What? Go
to war. To war. Onward. Agreed. Karakadrin attacks. 50-50 Chance. Ich mache Auto. Weil da haufenweise Ork-Jungs und sowas dabei sind. Oh, fuck off, Alter. Fuck off. Toll, jetzt wird es in dieser Lage bei der zweiten Runde. The Slayer throng moves. Aye, I'll move. Bleibt die Armee, da unten ist die Armee. Ja, viel mehr kann ich machen. Ich bin... Ich habe einen riesen Fehler begangen und ich glaube, ich habe ein riesen Problem. Weil mein Buch auf Crutch ist voll. Mehr geht nicht mehr. Das ist schlimm, nur ein kleiner Fehler und es geht total Bach runter, ne? Ja, ich habe die Situation zugegebenermaßen völlig falsch eingeschätzt. Aber wirklich völlig falsch. Aber ist gut, ich baue vor mich hin. Das heißt, ich baue vor mich hin. Ich meine, das funktioniert so, wie es soll. Aber ich kriege jetzt schon immerhin schon Einnahmen von 1000 pro Runde. Wenn das nur, wenn ich das noch verbessern kann, kann ich dir vielleicht auch mal wieder was geben, geldmäßig. Ja, das kann mir helfen und dann nicht wirklich. Problem ist, dass mein Buch voll ist, dadurch habe ich riesige Moralprobleme. Oh, die belagern Schwarzfels. Die belagern alle Städte. So, okay. Ach du Scheiße, ich seh's. Kann ich nicht gewinnen. Scheiße. Command is attack. Das ist das Auto, ich lass ihn verrecken und dann ist das Ganze ja vorbei. Fuck. So, König tot. I am the Slayer. Ne, er lebt aber noch. Ich kriege nicht, war nicht gerettet aus der Nummer. Ich habe von meiner Hauptstadt habe ich noch Armee stehen, also ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Wenn jetzt die anderen Zwerge nicht langsam ihren Arsch bewegen und da erobern. Jetzt tun Bach runter. Bin ich ganz ehrlich, im Bach weit, ganz weit unten. Na schon. Ich sag doch, das ist echt Papiere. Das hat damit nichts zu tun. Das ist, ich könnte mich gerade selbst so in den Arsch treten wegen diesem dummen Fehler. Ich habe mir gedacht, ah toll, du kannst eine Konföderation machen. Wie bei mir bei dem einen, wo wir gespielt hatten, wo ich mal die Siedlung eingenommen habe, während Marienburg da stand, drauf stand und deswegen waren sie Feinde und ich habe verloren. Ich kenne es nur zu gut, leider. Ah, ich hätte mich von diesen Konföderationen nicht blenden, weil dann hätten die Zwerge unten werden eben ausgelöscht gewesen. Derzeit hätte ich mit meiner Hauptarmee oben aufgeräumt. Dabei könnte ich jetzt Pistoliere erforschen. Soweit bin ich inzwischen sogar. Okay, Zed. Dann hoffen, vielleicht habe ich das Glück, dass die anderen Zwerge sich noch... Automatisch. Außer einer ist jetzt tot und hat sich sehr erledigt, glaube ich, ne? Ich glaube, ja, weiß ich jetzt nicht 100%. Er lebt immer noch, oder? Ne, der ist tot. Der ist tot. Der wird dann irgendwann in der Hauptstadt wieder da sein. Und da unten wird auch alles Bach unter. Ich habe nur noch eine Stadt gleich, wobei die wird auch schon belagert. Bums. Fuck off. Hm? Wo steht's jetzt? Warte auf Spieler.
Was ist einfach Spiel verlassen? Connection lost. Ja, Internet ist ja da. Keine Ahnung, mein Internet war gerade einmal komplett weg. Keine Lust mehr gehabt. Na, das weniger, aber es war nur komplett weg, das ganze Internet. Keine Ahnung. Echt? Keine Ahnung, habe ich auch mal nicht. Aber das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll momentan echt. Keine Ahnung. Es sieht extrem hart für dich aus. Merkmal legendär hat es doch in sich. Ja. Ja gut, das wäre auch bei normalen mal schwer, der Fehler hätte tödlich gerne, weil ich habe gedacht, die haben noch Armee als Zwerge unten. Die hatten... Ah, es geht, also bei normal hat er nicht so viele Armeen und so starke. Ja, aber trotzdem hatte der Zwerg und nur 3 Mann in der Armee. Ich dachte, das hättest du gewusst, das habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Das habe ich unten nicht gesehen, soweit konnte ich nicht reinsehen, dass ich hier unten so, sehe. Das ich da... konnte nämlich so weit sehen, witzigerweise. Also ich habe oben nur 2 Städte gesehen von ihm. Okay. Und das war das Problem am Ende. Ich überlege nur gerade, wer sich mache. Ich weiß nämlich echt nicht. Du kannst ja nicht viel machen. Ich bin eher aus dem Spiel rausgeflogen, ne? Also du bist gerade aus dem Spiel raus. Ich mache ja gerade nochmal neu auf. Ja, du kannst höchstens halt probieren, deine Hauptstadt zu halten. Wenn die fällt, ist es eh vorbei. Ja, hör, wieso kann ich die einladen? Sind das jetzt mehr Spieler? Weiter spielen, laden. Ah, doch, jetzt geht's. Nur irgendwie konnte ich gerade eben nicht. Keine Ahnung. Wusste ich gar nicht. Dachte, das bleibt so. Nee, ich will jetzt gerade keine mehr ändern. Echt? Ich könnte noch. Ah doch, ich kann auch noch. Ja, aber bringt ja eh nichts. Nee, ja, ja, ich habe nur so allgemein gedacht, wusste gar nicht, dass es noch. Ja, nach der kleinen Unterbrechung, wo ich rausgeflogen bin, bin ich wieder da. Eine Runde ist mehr oder weniger, ja, die vorhergehende Runde, also das Desaster könnt ihr nochmal sehen. Mal schauen, ob es zum totalen Desaster wird. Ich kann mir immer noch schlagen für diesen, für diese, ja, Dummheit mit dem Angriff. Nee, mit dem Angriff mit dem Konföderation. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich bei weitem nicht diese Probleme mit dem Book of Crutch, damit nicht die Probleme mit den Armeen und damit wäre ich hier noch siegreich, aber gut, das, mein Buch ist voll, also mehr voll kann, mehr Negativpunkte kann ich nicht mehr kriegen. Aber mein Verbündeter hat endlich die Armee herangeschafft. Die Hauptstadt wird belagert. Als Auto und beten inständig, dass das was wird. Das war wirklich ein entscheidender Sieg, das stimmt. Extrem vielen Gottmonster um meine Haustür, das ist so ätzend. Dann müssen wir wieder Armee rekrutieren. Wann kann ich denn überhaupt meinen Hauptheld wieder rekrutieren? In 4 Runden, okay. Wenn ich jetzt wirklich Glück habe, und das ist jetzt wirklich sehr hochgerichtet gesagt, kommt mein Verbündeter zur Unterstützung mit seiner riesigen Armee und schlachtet die gegnerischen Horden ab. Ach, ich kann jetzt Pistoliere rekrutieren. Und eine ganze Einheit, das kann ich mir gerade so leisten. Problem ist, ich hatte ja auch überlegt, meine Speerträger abzugeben, aber die sind alle schon Rang 2 oder 3. Nee, lasse.
Die kannst du, wenn dann die Chaos und sowas kommt, noch nutzen. Mal schauen, also noch ist es nicht vorbei. Ich habe Geld, ich habe eine Stadt noch effektiv, die anderen zwei Städte sind nicht haltbar, zumindest nicht militärisch haltbar. Fähigkeitspunkt. Was kannst du? Ach Marsch, ich habe einen Fähigkeitspunkt bei dem einen General, den ich nicht, der da bei Helmgard drin steht. Ah, okay. Bitte ihr Zwerge, bitte, bitte, bitte. Helft mir, Zwerge. Hast du nur noch deine Hauptstadt, oder? Glaub. Ja, da, noch zwei Städte jetzt hier nach, aber ja, die sind nicht haltbar, das ist alles. Aber ich hole mir alles zurück. Wenn ich mich erhole, dann hole ich mir den ganzen Kram zurück, dann. Ah, er greift dich an, oder? Nee, ich dachte. Doch, greift er an, aber ja, ich Hauptstadt. Ich meine, auf Schlacht. Das Ready Axis! Automatisch? Ja. Ich will die Viecher nur schnellstmöglich weg haben. Schein, dass sie... So, erstes Crutch-Buch-Eintrag getilgt. Hey, hu! Der Verbündete hat sich wieder zurückgezogen. Ach ne, er kommt anmarschiert. The Axe thirsts for war. For the wisdom of Valea. To war. All right. Ja, viel mehr kann ich jetzt momentan nicht machen als beten. Ja, du kannst nur beten und ich kann nur warten, dass ich Geld verdiene. Ich hoffe momentan, dass mein Verbündeter wirklich da eine massive Offensive startet. Also dass er die Orks da oben wegnimmt. Wenigstens eine Ork-Horde, dann wäre das schon, wäre mir schon massiv geholfen. Ja, mit 8 Missionen fehlgeschlagen, ja, wollte ich ja nicht. Altdorf kann ich jetzt auf Stufe 3 ausbauen, wenn ich Geld. Gut zu wissen. So, noch schnell. Schnelle Runde. Bevor du übergibst, würde ich sagen, machen wir an der Stelle schon wieder Feierabend mit der desaströsen Folge von Total War Warhammer mit dem Oro und dem Scouty. Tschüss. Ciao, ciao.